Happy Birthday! Kleiner Italiener hier immer mit der Hand am Reden. Dass der Max mit dem Liam zusammen. Meine Lieben, hello, hello. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen Geburtstagsvlog. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Tatsächlich, meine Kinder möchten mir jetzt gleich einen Kuchen backen, beziehungsweise eher kneten. Ich bin gespannt. Ich zeige euch meine Geschenke, nehme euch mit in diesem Video als kleine Inspiration. Wir kochen auch wieder gemeinsam. Und außerdem habe ich noch eine tolle Überraschung für euch. Für eure Kinder vielmehr, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Meine Jungs haben schon angefangen zu backen. Zu kneten. Okay, ich zeig's euch. Ja. Teller. So. Soll mal drücken? So. Ui. Also hier werden gerade zwei Kuchen gemacht. Einen hat der Liam hier, da hat ihm der Max geholfen und der Max macht auch gerade einen. In seiner Eigenkreation. Falls ihr euch wundert, warum der Max mitknetet, also ganz ehrlich, zum einen ist es der große Bruder, der Taufpate noch dazu und zum anderen bin ich noch verletzt. Es ist ein bisschen schwierig mit links, aber ich mache natürlich trotzdem mit. Play-Doh wird übrigens 65 Jahre alt und der Max hat gesagt, Mama, es sind wirklich die absoluten Kindheitserinnerungen hier zu Play-Doh, vor allen Dingen ja, der Geruch. Ist ja total typisch, kennt ihr bestimmt. Richtig schön, vor allen Dingen hier mit dem Glitzer. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Ich werde euch jetzt in den nächsten Videos auch so ein bisschen mitnehmen, als Inspiration eben, was ihr mit euren Kindern kneten könnt. Und es wird eine wirklich richtig große Verlosung dazu geben. Also seid gespannt. Ich nehme euch dazu mit. Und mit links habe ich jetzt eine Kugel geformt. Max, jetzt macht er so platt. Das wird nämlich auch wieder ein Tortenboden. Hey, sieht gar nicht so schlecht aus mit links, oder? Also wir haben jetzt hier diese Knete von Play-Doh mit Glitzer. Dann haben wir diese Teile. Damit möchte der Max dann den Kuchen quasi nach oben stapeln. Gemeinsam mit dem Liam. Aber die bereiten jetzt erstmal Mittagessen vor hier. Burger, Hähnchenkeule. Jawohl. Unter dem Teller, Max, ist übrigens auch noch die Form von einer Erdbeere bzw. Kirsche. Okay. Kannst du dann noch für den Kuchen nehmen. Ja, richtig cool. Okay, wir starten mal. Ach ja, genau, da. Erdbeere und Kirsche. Jawohl. Okay, Liam, magst du es aufmachen? Und du singst doch so gerne Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Kleiner Italiener hier immer mit der Hand am Reden. So, okay, also gut. Dann legen wir mal los. Tada! Machst du einen Kuchen für die Mama? Ja. Ja, zum Geburtstag? Da sind die Kerzen schon drauf, ne? Oh. Oh. Bekomme ich nur zwei Kerzen? Na, das ist schön, da freue ich mich. Gut? Vier. Und? Und der ist für dich. Okay. Hey. Da ist Max seine Kreation. Ist aber noch nicht fertig. So, ich habe jetzt hier eine Erdbeere vorbereitet. Tada! Max, machst du mal bitte den Rand ab? Die hätte ich gerne noch auf meinem Kuchen, weil ich liebe Erdbeeren. Das ist Liams Torte für die Mama. Schön. Vier Kerzen, jawohl. Super. Dankeschön. Und diese Torte. Liam, welche findest du besser, die oder die? Die. Ah, okay. Das deine. Okay, schön. Viele, alle. Alle, ne, für die Mama. Die Torte hat der Max für mich gemacht. Das ist schön. Ich muss lachen. Kätze. Weil der Max mich die ganze Zeit veräppelt. Schmetterling hat er mir auch gemacht. Sorry, ich muss lachen. Ganz viele Erdbeeren hat er mir noch dran gemacht. Die Überraschung und ist dann drin. Vier Kerzen. Ja? Was hast du? Ein rein Geld oder ein Gutschein? Olli, machst du meine Kerzen wieder ab? Meine Kerzen? Okay. Sind abgefallen, die Kerzen. Machst du wieder dran? Liam, was machst du jetzt mit dem Kuchen? Hm? Okay. Max, backst du jetzt noch weiter oder was machst du? Max hat Spaß. Mit seinem Bruder. Was ist das?
heißt? Wie heißt es? Der fragt dich gerade, wie das heißt, Max. Bulette. SpongeBob. Du und dein SpongeBob, ey. Sehr gut, auf den Kuchen. Passt perfekt. Ganz toll. Willst du noch einen? Ja, ist schön geworden, mein Kuchen. Mal essen wir einen Kuchen, Max. Weiter. Sollen wir noch weiter backen? Ja. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja hier noch Knete. Ich habe hier noch mit Glitzer. Das sieht so schön aus. Ein Teller. Ein Teller? Ja. Ja, der Lissandro soll mal einen Teller drin holen, oder? Was meinst du? Was ist denn das? Was hat denn der Max da gemacht? Was ist das? Eine? Wurst. Eine Wurst? Ja. Das sieht eher aus wie eine Banane, mein Schatz. Zeig mal. Banane? Ja, zeig mal. Ja, der Max hat eine Banane gemacht. Dankeschön. So, hier ein Teller. Kommt da jetzt der Kuchen drauf? Mhm. Groß. Der ist groß, der Teller, ja. Ist ja gut, oder möchtest du einen kleinen Teller haben? Ja. Einen kleinen Teller? Ja. Okay, hole ich dir. Tada! Wenn ich mal die Worte vom Liam verwenden darf. Mein Geburtstagskuchen. Richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Die beiden, die machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich halte ihn falsch rum. Ich halte ihn falsch rum. Okay, Entschuldigung, Max. So. Nee, andersrum. So. Nee. Wie denn? So. Wie der mich die ganze Zeit veräppelt, Leute. Also, ich gehe jetzt mal rein, koche, denn mein Geburtstagsessen macht sich nicht von alleine. Und die Jungs, die kneten hier noch ein bisschen weiter. Also, bis gleich. So, ich bereite gerade das Mittagessen vor, hier auf meinem Teppanyaki. Einfach grünen Spargel, frische Champignons, rote Zwiebel. Dann habe ich hier Kartoffeln gekocht, die kommen dann noch dazu. Ein paar Apfelstücke habe ich noch geschnitten, damit es ein bisschen fruchtiger ist. Dann habe ich hier einen Melonensalat und hier habe ich noch einen Tomatensalat. Da habe ich auch rote Zwiebel eben rein. Ich habe noch so ein kleines Stück Gurke, habe ich auch noch mit reingeschnitten und Schafskäse eben klein reingebröselt. Hier für meinen Mann, ne? Der Veganer, eben kein Schafskäse. Ich habe übrigens noch kein richtiges Olivenöl gefunden. Also was heißt richtiges? Ich habe jetzt das mal gekauft. Das habe ich jetzt heute hier zum ersten Mal drauf. Ich habe ja leider kein Olivenöl mehr aus Italien. Ja, und deshalb teste ich mich durch. Hier habe ich meine Blütenkönigin drauf gemacht. Nein, ich auch schon dem Ende. Ist eigentlich für Bowls gedacht, aber ich mache es sogar auf den Salat. Und hier, das liebe ich ja total. Also das ist meine absolute Geheimwaffe. So, so lecker. Kann man Salate machen, kann man Aperitif machen. Ganz, ganz viel kann man damit zaubern. So, ich koche jetzt mal weiter, denn meine Männer haben Hunger. Jawohl. Also, falls ihr den ultimativen Tipp habt für ein richtig gutes Olivenöl, dann lasst es mich wissen. Ich bin jetzt gespannt, wie das schmeckt. Das habe ich bei E-Center gekauft gestern. Ja, mal schauen. Falls ihr übrigens noch ein absolut krass gutes Gewürz sucht, dann kann ich euch das empfehlen. Das ist auch noch eine Geheimwaffe von mir. Richtig lecker. Oh mein Gott, ich liebe es. Tada! Das lösche ich jetzt noch ab hier. So, ich habe jetzt alles auf den Tisch gestellt. Es gibt mal wieder Gulasch. Man könnte meinen, ich kann nichts anderes als Gulasch, ne? Aber wenn die Jungs sich das wünschen, ist es halt so. So, also das ist für meinen Mann und mich. Das ist noch für meinen Mann, Max und mich. Nudeln zum Gulasch. Dann habe ich noch Kartoffelsalat hier zum Hähnchen und Pommes. Gibt es dazu. Ja. Und hier noch den leckeren Melonensalat. Separat, weil ihr wisst Bescheid, ne? Mein Mann und so. Naja, egal. Okay, wir lassen es uns jetzt schmecken. So, meine Lieben. Fresskoma ist da. War total lecker. Ich ruhe mich jetzt mal ganz kurz aus. Ich müsste mir dann auch mal die Haare machen. Die sind immer noch nass. Ich muss mir die mal glätten. Ich sehe aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Aber ist egal, ich habe heute eh nichts vor. Ich werde euch jetzt im Anschluss die Blumen zeigen, beziehungsweise die Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, auf meinem Esstisch. Und in der Zwischenzeit ruhe ich mich mal 2 Minuten aus, okay? 2 Minuten. Max, 2 Minuten? Darf ich mich 2 Minuten ausruhen? Nein? Okay, gut. Also, bis gleich. Da ist er. Ein riesiger Monsterblumenstrauß, der mich erreicht hat. Der absolute Wahnsinn, wirklich. Leider ist es ein bisschen zu warm, deswegen hängen die Rosen schon den Kopf. Aber die hier,
Also die Lilien, glaube ich, heißen die. Die waren komplett zu, so wie diese hier. Und die sind jetzt richtig schön aufgegangen. Ich denke, ich werde die Rosen einfach rausnehmen und mich weiterhin an diesem riesigen Blumenstrauß erfreuen. Wirklich, ich bin total erschrocken, als der hier ankam. Und zwar hat mich das Blumengeschäft hier vor Ort angerufen und meinte, Heidi, wo bist du denn? Ich habe was für dich. Meine liebste Lieblingssteffi hat es organisiert. Die hat eben mit dem Geschäft telefoniert und hat das alles organisiert und klar gemacht. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mich natürlich riesig gefreut, bin total erschrocken, weil der echt groß ist. Also ich glaube, das kommt jetzt hier so gar nicht rüber, aber der ist wirklich riesig. Ich stelle mich mal so hin. Ja, so kann man es ganz gut erkennen, ne? Richtig, richtig schön. Also da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Hier habe ich jetzt noch was für euch. Da wird es ein großes Nintendo-Gewinnspiel geben. Da ist noch was von meinem Punkt angekommen. Die hatte ich euch das letzte Mal gezeigt. Die habe ich noch von einer anderen Freundin, die am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Das hat sie mir noch per Post geschickt. Die habe ich aus unserem Garten, also abgeschnitten. Die kommen jetzt aber auch mal weg, weil sie ja schon verblüht sind. Das geht bei Pfingstrosen immer total schnell. Und hier diesen Blumenstrauß, den habe ich auch noch von einer anderen ganz, ganz lieben Freundin bekommen, die ich über alles liebe. Ja, aber wie gesagt, es ist scheinbar ein bisschen zu warm für die Rosen hier. Also meine Jungs sind jetzt erstmal schön beschäftigt. Ich werde demnächst noch mehr Knetvideos für euch online stellen. Da folgt dann eine genaue Anleitung, wie ihr was am besten knetet mit euren Kindern. Ich hoffe, ihr freut euch. Meiner Meinung nach ist Kneten total wichtig für die Kinder, vor allen Dingen eben wegen der Feinmotorik, für die Kreativität der Kinder. Ja, man schult sie so spielerisch, sie haben ganz viel Spaß dabei. Der Max ist jetzt natürlich schon groß, ist klar, aber als die Jungs kleiner waren, haben sie definitiv mit mir ganz viel geknetet, so wie es eben jetzt der Liam mit uns macht. Und ich hatte euch dazu ja noch ein Gewinnspiel versprochen. Auf Instagram hatte ich euch die Pakete mit der Knete von Playdo schon gezeigt. Also es sind große Pakete mit dabei, nur für euch. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und dazu werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos dann mehr erfahren. Haare sind fast fertig. Ich habe euch mal mit hier rausgenommen, um euch an diesem schönen Vogelgesang teilhaben zu lassen. Ich hoffe, dass ihr es hören könnt. Richtig, richtig schön. Außerdem ist es drinnen richtig heiß. Deshalb habe ich mir gedacht, das allererste Mal glätte ich meine Haare hier draußen und erzähle euch ganz kurz, wie denn mein Geburtstag war. Also zum einen war ich total traurig und eher melancholisch, weil ich gewusst habe, dass keiner für mich Zeit haben wird. Also mein Mann ist ja auf der Arbeit, die Jungs in der Schule. Eine Freundin hat mir abgesagt, die andere hatte Spätschicht und eine weitere Freundin hat am selben Tag wie ich Geburtstag und die hat selbst Gäste eingeladen. Ja, meine Conjos, die wohnen in ganz Deutschland verteilt, das wisst ihr ja, also richtig weit weg und das ist natürlich für einen Geburtstag unter der Woche schon eher schwierig dann, ne, so weit zu fahren. Naja gut, also für mich war klar, ich werde alleine sein und ich war verabredet mit der einen Freundin, die Spätschicht hatte, auf 9 Uhr. Ganz kurz zu einem Kaffee und die kam dann auch um 9 und meinte, so mach dich mal fertig, wir fahren in die Stadt, ich habe eine Überraschung für dich und ich hasse Überraschungen, das weiß auch wirklich fast jeder. Ich kann mich da schlecht drauf einlassen, weil ich immer alles organisiere, ich muss wissen, was auf mich zukommt, das ist bei mir durchgetaktet. Es ist halt in der Großfamilie dann eher schwierig, so in den Tag reinzuleben, auch wenn ich das manchmal gern machen würde, aber ist eben eher schwer. Naja, ich habe mich darauf eingelassen. Wir sind dann in die Stadt gefahren und zu dem Café, in dem ich super gerne bin, aber das letzte Mal vor 1,5 Jahren war, dank Corona. Und schon während wir auf das Café so zugelaufen sind, habe ich mir gedacht, hier stimmt was nicht, ne? Zumal sie auch noch einen anderen Blumenstrauß mit dabei hatte, diese Freundin. Sie hatte mir ja aber hier auch schon Blumen geschenkt. Aber also ich habe da nicht eins und eins zusammengezählt, total bescheuert. Wir laufen auf das Café zu und wer sitzt da? Die andere Freundin, die eben auch Geburtstag hat. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich war sprachlos. Ich habe mich so gefreut. Wir waren so laut, das ganze Café hat mitbekommen, dass wir beide Geburtstag haben. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir hatten einfach total viel Spaß. Es waren nur 2 Stunden, aber die waren emotional. Ja, und ich kann es gar nicht beschreiben, also es war so, so schön und so wertvoll, so eine tolle Erinnerung, dass meine eine Freundin das so organisiert hat mit dem anderen Geburtstagskind. Ich habe echt gedacht, was ist jetzt hier los, ne?
Da war noch eine andere Freundin mit dabei und ja, wie gesagt, es war nur ganz kurz, aber ein wunderschöner Vormittag, den ich absolut in meinem Herzen behalten werde, diese schöne Erinnerung. Und jetzt, ja, Schluss von dieser Geschichte, sonst werde ich wieder emotional. Ich mache jetzt mal meine Haare drinnen noch kurz fertig, denn über das Display ist es eher schwierig. Und dann sehen wir uns später wieder. Liam hat ein Eis gefuttert, ne? Ein Himbeereis hier. Planänderung, wir wollten ja eigentlich zu Main. Und jetzt sind wir hier unten bei den Kühen. Liam liebt Kühe. Hey, Kühe, kommt mal her. Nee, lieber nicht.